Jetzt haben wir das Mittagessen wieder hinter uns. Jetzt kann ich hoffentlich endlich mit zwei Ladies, die bewaffnet sind, irgendwas untersuchen gehen. Da war ich ja, glaube ich, schon drinnen. Genau, da bin ich nicht weitergekommen. Da kommt man von oben aber auch rein. Genau, da bin ich ja dann gestorben. Da haben wir noch die zwei Zombies hier. Jetzt kann ich schauen, was da drin ist. Hoffentlich irgendwas Brauchbares. Nein. Schauen wir, ob in der Reisetasche was drin ist, was nützlich ist. Jawohl, eine Dose. Das kann man sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt. Nein. Was? Wieso? Warum? Weshalb? Warum geht das nicht? Ach, echt. Ja, und wo sehe ich meine Intelligenz? Voll frech. Jetzt habe ich die dritte Dose gefunden und könnte mir eigentlich die Leiter bauen, um zum Generator anzukommen. Habe ich aber nicht genug Intelligenz anscheinend. Das heißt, ich werde den restlichen Tag damit verbringen, Bücher zu lesen. Oder zu arbeiten, je nachdem. So, ich brauche wieder mehr Intelligenz, hat es geheißen. Ich bin zu dumm. Wo sehe ich denn eigentlich meine Intelligenz? 49. Ne? Also. Das muss jetzt aber schon reichen. Ich brauche eine Intelligenz mehr, okay? Aber jetzt. Jawohl, so. Hey, du, bleib da. Wir schauen. Komm zurück. Ich brauch dich. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Warum geht das jetzt nicht? Ich sehe doch hier diesen Schacht, der was da oben drüber führt. Jetzt kriege ich gleich die Krise mit dem Spiel.
Ah. Ach, jetzt brauche ich wieder ein Werkzeug, mit dem ich den Lüftungsschacht aufschrauben kann. Was war denn das schnell? Ich glaube, das war ein Schraubenzieher und noch irgendetwas anderes. Sehe ich das irgendwo? Klebeband, Pfeile. Okay. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall Klebeband und zwei Pfeilen finden, damit ich das Schneidewerkzeug bauen kann, mit dem ich dann den Lüftungsschacht frei bekomme. Da werde ich jetzt wieder ganz frech einfach bei die lieben netten Nachbarn stöbern gehen. Nein. Pfeile Nummer 1. Schraubenzieher, nein, das brauchen wir nicht. Pfeile Nummer 2. Klopapier, nein, das ist auch nicht das, was ich brauche. Ich bräuchte ein bisschen Klebeband. Klopapier. Ja. Ui. Da war was anderes gekommen, was nicht uninteressant ist. Nein, falsch, ich will daher. Ach Gott, Dreck, okay. Mein Rick ist einfach zu dumm für alles. So, dann tun wir jetzt einmal ein Spiel spielen. Was haben wir gesagt? Baue ich noch für die Intelligenz? 9 Intelligenz mehr, okay. Das sollte man jetzt hinkriegen. Dann mach ich schon brav hier Bücherregal wechseln. Damit wir nicht immer dasselbe Buch lesen, weil sonst wird es ja fad. Perfekt. Abendliche Zählung auch abgeschlossen. Jetzt hat es nicht zählt. Ach, Kacke. Ich darf mich vorher nicht bewegen. So, wie schauen wir aus? Nein, achso. Was mache ich denn da? So muss das gehen, genau. Da ist sicher kein Kleber. Naja, was habe ich gesagt? So, gehen wir schlafen.
morgen holt man sich dann endlich ein Klebeband. Guten Morgen, Sonnenschein. Auch wenn es noch stockfinster da drinnen ist. Morgendliche Zählung abgeschlossen, sehr gut. Dann geht's jetzt auch zum Frühstück. Na? Aber jetzt. Zack. Bin da immer beim Frühstücken der Erste. Sehr gut. Liebe Michelle, ich brauch dich dann. Die Maggie nehmen wir sich auch mit. Sollten ja jetzt beide sehr gut ausgerüstet sein. Ich habe meinen fetten Baseballschläger mit Stacheln drin. Und jetzt gehen wir auf der Suche nach einem Klebeband. So, wir gehen da wieder rein. Weil da habe ich definitiv nicht alles mitgenommen, was ich gefunden habe. Leider nichts, was ich brauchen kann. Nägel. Komm schon. Ach, Farbe einmal schon wieder. Okay, das kann man nicht aufmachen. Gut, Ladies, wir müssen weiter. Der vielleicht einen Klebeband eingesteckt? Nein, ich will doch nur da den... Ach, danke. Okay, so geht's auch. Nö. Kann ja der Zombie... Ich hoffe, da ist jetzt was Gutes drin, nicht nur ein Comic. Schlagring, ja, nimm auch. Okay. Ach, komm schon. Ich werde mich da jetzt noch umschauen. Denn ich brauche dringendst ein Klebeband. Was ist das? Kartenpack, okay. Ein roter Schlüssel. Sehr schön. Eine Pistole, die nehmen wir natürlich auch mit. Auch wenn ich keine Waffe habe. Keine Munition. Haha, keine Waffe. Ein Hammer. Baseballschläger, Familienfoto. Nein. Okay. Andere Richtung. Wir müssen da jetzt leider wieder arbeiten. Was haben wir denn? Versorgungsstelle. Eh klar.
Echt ist sich das jetzt nicht ausgegangen. Okay. Egal, gibt's jetzt am Mittagessen. Und jetzt bei wieder die Michan. So wie die. Ja, wenn sie mir im Rücken zu mir sitzt, sehe ich euch nicht. Egal, der Hörschel hat ja auch inzwischen einen Schlagring von mir bekommen. Und immerhin haben wir jetzt einen roten Schlüssel. Ich hoffe, das bringt uns irgendwo rein. Ja, da waren wir schon, okay. Da ist der violette Schlüssel. Ich komme da aber nirgends rein, Sapalot. Okay, das geht auch so. Ich brauche gar kein Klebeband. Es wird nur ewig und drei Tage dauern. Ach nö. Okay, aber jetzt weiß ich zumindest, dass das Ganze auch ohne dem speziellen Werkzeug geht. Das heißt, ich brauche jetzt nur wieder ein paar Pfeilen finden und werde mir dann einfach meinen Weg quasi durch arbeiten. Na bitte. So, wäre es auch erledigt. Schau ich nochmal schnell nach, ob bei irgendwem noch eine Feile herumliegt. Was haben wir hier? Meißel, nein, der bringt mir nichts. Hat der Karl vielleicht eine Feile bei sich? Das wäre natürlich schön. Nein. Ach Leute. Alles so schlecht ausgerüstet. Da, meine Pfeile. Sehr gut. Die sollte jetzt reichen, dass ich da endlich durchkomme. Nein, sie reicht nicht. Oh. Ich hätte vielleicht doch lieber das Werkzeug
aufs richtige Werkzeug warten sollen. Abendessen. Was denn sonst? Dann sind wir wieder mal unterwegs. Um eine weitere Feile zu finden. Hoffentlich. Jetzt finde ich ein Klebeband, ich krieg die Krise. Drahtzange. Müsste ich schauen, ob ich nicht vielleicht irgendwo schon eine gefunden hätte. Oh, Zombie. Schauen wir da mal schnell nach. Eine leichte Draht. Nein. Das können wir auf jeden Fall mal benutzen. Nö. Nö. Die Arbeit ruft. Küchendienst, okay. Dann werden wir nachher nochmal die ganzen Schubladen von allen anderen durchsuchen. Ob wir dort vielleicht eine Zange finden. Oder diese leichte Drahtzange. Was auch immer wir da brauchen. Das heißt, wir brauchen jetzt diese silberne Drahtzange, die mit ziemlicher Sicherheit jetzt keiner besitzen wird. Bei meinem Glück. Nö. Es wäre ein zu großes Wunder, wenn das irgendwer hätte. Eine Zange, ich brauche aber das andere Teil, oder? Genau, einen brüchigen Schneider. Achso, nein, das ist ja sowieso. Ach, muss ich jetzt erst einmal Klebebandpfeile, Pfeile zusammenbauen. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch eine Pfeile. Hey, das gibt's ja nicht. Ich pfeife da jetzt drauf. Amtliche Zählung, ja. Grüß euch, servus. Ich werde das jetzt mit der Pfeile da einfach durchkratzen, bis ich da drinnen bin. Ich will zu dem Generator. Ich kenne da kein Pardon mehr.
Kanister und Rohr ergeben ein Benzinabsaugset. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder raus aus meiner Base? Also aus diesem Teil hier. Nein, das will ich gar nicht. Gut, ich werde jetzt aber schlafen gehen. Ich werde jetzt wirklich Schluss machen. Vorerst einmal. Denn immerhin haben wir jetzt als Aufgabe zwei Sachen aus der Waffenkammer zu holen. Da schaue ich jetzt nochmal kurz nach, wo das ist. Okay, dafür brauche ich aber einen türkisen Schlüssel. Den muss ich erst einmal suchen. Das wird sicher nicht so einfach, wie ich es mir vorstelle. Also heißt es jetzt schlafen gehen. Und beim nächsten Mal machen wir da weiter. Und schauen sich das Ganze dann an. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und bis denn.